Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der City Life Challenge. Ja, Carina und Dylan befinden sich ja noch in Granite Falls im Urlaub und man sieht, Carina ist schon wieder nicht gut drauf. Ich glaube, irgendwas kotzt sie so richtig an. Ich denke, sie vermisst auch ihre Arbeit und ja. Und Dylan scheint überglücklich zu sein. Wir wollen jetzt mal schauen, was uns die letzten paar Stunden hier in Granite Falls noch so bringen mit ihnen, ja. Ah ja, noch 2 Tage Urlaubszeit bleibt übrig. Okay, das ist ja wunderbar. Nein, wir wollen nicht noch mehr. Das heißt, wir spielen heute doch noch ein bisschen länger. Und ja, dann... Feuer ist aus, es regnet und Carina geht vielleicht gleich mal aufs Klo hier und warum ist hier echt hier draußen steht eine Dusche, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich muss echt mal Granite Falls umbauen, aber sowas von. Nein, wir wollen jetzt nicht mit dir telefonieren. Du könntest mal hier hingehen vielleicht. Was haben wir? Auch nichts? Okay. Ja, leider regnet es hier und echt jetzt. Ich hatte dich eigentlich auf Toilette geschickt, ne? Jetzt schaut sie hier in die Wolken. Okay, wir versuchen es nochmal, wenn ich jetzt die Toilette so anklicke. Ja, ich nehme die Folge jetzt direkt nach dem Update auf und ich habe schon mitgekriegt, dass wohl CC-Stühle nicht mehr funktionieren. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob bei Carina und Dylan zu Hause, ob ich da CC-Stühle verwendet habe. Da müssten wir dann mal schauen, wenn wir wieder zurück sind, ob ich das habe oder nicht. Und ja, wird interessant, wenn so einiges dann hinübergeht, ne? Ja, spielt im Regen, genau. Oh, was ist mit dir? Ja, es regnet, mein Süßer. Oh Gott, seid ihr putzig, steht da. Ja, wie sie schon wieder guckt, so nach dem Motto, ich will nicht hier sein, ich könnte dich gerade erwürgen. Carina, echt jetzt? Mach doch mal, was soll ich denn mit dir noch machen? Achso, na dann, spiel mal mit. Wow, sie macht mal was. Wahnsinn. Oh. War's das jetzt schon? Echt, das war's jetzt. Nochmal? Okay. Oh, Carina. Ja, machen wir auch noch mal. Und? Ah, hopp. Oh. Ja, bruddel halt vor dich hin. Dylan? Es regnet immer noch. Okay, wir lassen das jetzt mal mit dem Spielen. Du auch. So, wollt ihr jetzt mal vielleicht hier reingehen? Staubsaugen? Nein, tun hier nicht Staubsaugen. Mensch. Oje, was ist denn mit ihm jetzt? Geteiltes Leid. Sitzen. Ja, die ist... Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Magst du sie mal... Genau, shake up mal. Und dann...
Und da los. Fotos teilen. Oh Gott. Oh Mann, ey. Ja, und wird das jetzt? Das ist immer noch so düster. In den um Rat bitten. Nein, 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 nein. Oh. Nein, wir wollen jetzt nicht zu dir rüberkommen. Karina? Karina ist die, wo immer in die Wolken schaut. Schon mal gemerkt? Oh, guck mal, ernte mal lieber die Erdbeeren. Das ist doch mal was Gutes. Ja. Er muss sich ein bisschen hier einkriegen wieder und du gehst mal Erdbeeren sammeln. Ich wollte ja eigentlich noch diese komischen Glühwürmchen, die bunten, da suchen, aber irgendwie finde ich die nicht. Das ist eine Pfütze, ne? Oh, komm, dann grab mal. Mensch, oh, da sind sie. Da. Aufi! Auf das habe ich gewartet. Oh je. Sich jetzt Staub gebildet. Im Urlaub finde ich das echt doof, wenn da jetzt sich auch noch Staub bildet. So, geh du jetzt die Käfer sammeln. Jo, mitten durch die Pfütze. Oh, toll. Oh, ja, da hätte ich gern Bier. Das sieht so schön aus. Schaut euch das an. Wow. So, jetzt sammel. Jetzt bin ich gespannt. Haben wir jetzt diese bunten Regenbogen-Glühwürmchen, wir haben sie. Ja, dann geh du mal sammeln und wir gehen mal zu Dylan gucken, ob er sich jetzt eingekriegt hat. Dylan? Hast du einen Knall? Was machst du denn? Zockt er die Toilette? Oh Mann, ey. Das wird ja immer. Ich sag's jetzt nicht, was mir auf der Zunge liegt. Blöder. Arbeitsmangel. Oh, Leute, das wird nichts mit Karina. Die denkt immer nur an ihre Arbeit und ja, ich weiß auch nicht. Können wir mit dir was anfangen? Nein. Ach komm. Dann schicke ich sie jetzt einfach mal ins Bett und wir schauen mal, ob wir am nächsten Tag noch irgendwas machen können. Und wenn Karina doch wieder so eine Flätsche zieht, dann brechen wir einfach den Urlaub ab, weil dann hat es keinen Wert. Ja, Karina ist wach und Urlaubsende. Dieser Urlaub dauert noch einen Tag. Du kannst die Ferien am Telefon oder Computer verlängern, indem du Urlaub verlängern wählst. Das wollen wir aber nicht. Auf alle Fälle. Ja, und es regnet wieder. Du gehst jetzt trotzdem duschen. Und dann kannst du dir Reste nehmen. Dylan muss dann auch duschen, wenn er wach ist. Ich stehe gar nicht, warum die draußen steht. Sie hat doch hier noch locker Platz gehabt, um die Dusche reinzustellen. Naja, was soll ich sagen? Die eh halt, ne? Ja, zieh dich mal an. Geh mal rein. Dylan geht duschen. Und du nimmst dir die Reste. Genau, so einen leckeren Obstsalat. Und ey, was für ein Urlaub. Piss, piss, piss. Nächstes Mal, wenn wir nochmal Urlaub machen, gehen wir nach Serra Dourada. Ich denke, das wäre auch mal ganz nett. Warum sitzt du jetzt auf dem Bett zum Essen? Jetzt grinst sie wieder. Na, wenigstens beim Essen hat sie etwas mehr Laune. Nee. Was du jetzt dein Essen hin? Oh mein Gott, was die alles hier drin hat. Ess mal dein Obstsalat. Also,
Wir haben noch mehr Tiere gesammelt, Kisten. Okay, sieht gut aus. Also das Inventar wird wohl immer voller. Genau, räumst du es auf? Sehr schön, wunderbar. Ja, wir extrahieren mal das und dann packen wir das da mal auf. Kann man das verkaufen? Wow, 225 Simoleons. Carina, das wird ja noch. Was hast du da gekriegt? 140, na also. Und das bitte auch noch. Dylan ist zur Arbeit. Ich dachte, wenn man. Echt jetzt? Irgendwas verstehe ich jetzt nicht. Ich bin immer davon ausgegangen, dass wenn man im Urlaub ist, dass sie dann nicht zur Arbeit gehen. Aber irgendwie lag ich da falsch, ne? Meint, der ist jetzt halt zur Arbeit gegangen. Aber guck, okay. Dann lassen wir ihn mal bei der Arbeit und seht euch das an. Dylan ist bei der Arbeit und sie grinst sich eins. Ich fasse es nicht. Auf, komm, wir sammeln nochmal die hier. So. Aufi. Ja. Andenken. Ich weiß auch nicht. Können wir jetzt vielleicht noch mit irgendjemand quatschen? Oh, die muss schon wieder pieseln. Läuft noch jemand rum? Wer bist denn du? Clara Frost. Können wir hier. Gibt es hier denn niemand anderes, den wir kennenlernen können? Jetzt steht sie hier. Oh, wir können schon wieder abernten. Ja, komm. Das machen wir. Wir ernten hier noch ein bisschen und. Ja, finde ich jetzt bescheuert, dass Dylan halt weg ist, aber was soll ich jetzt sagen? Ich kann es halt nicht ändern, ne? Man muss es so nehmen, wie es ist. Stufe eine. Oh, den Specht haben wir auch schon. Magst du mal noch Frösche sammeln? Aber wir gehen jetzt halt mal sammeln, während Dylan dann bei der Arbeit ist. Ja, geht ja nicht anders. Magst du vielleicht dann hier hinschauen? Vielleicht könnten wir noch ein Bild machen von den Entis. Weil das auch doof ist. So dunkel noch, ne? Oh, schaut euch das an, diese Landschaft. Oh, mega, oder? Wow. Ich brauche ein paar Bilder. Tum, 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 tum. Sie rennt, sie rennt, sie rennt. Oh, wow. Jetzt sieht es ja noch echt genialer aus. Oh, jetzt habe ich sie damit auf dem Bild. Machen wir mal von hier. Wenn es so hell ist. Wahnsinn, oder? Oh, da ist noch dunkel. Da ist schon hell. Okay. Liebe Karina, was machen wir jetzt mit dir? Willst du mal angeln gehen? Wasser untersuchen? Angeln gehen. Vielleicht wird das ja mal was hier mit dem Angeln. Sie hat keine Lust mehr gehabt zu angeln und ja, sie liegt schon wieder und betrachtet hier die schönen, die Wolken. Was ich echt komisch finde, denn es gibt eigentlich nicht viel zu sehen. Und ja, die Sonne versucht rauszukommen und. Wow, Dylan ist wieder da. Sehr schön. Was macht der? Der glotzt Fernseher. Ich weiß es nicht. Komm mal zurück. Dylan, wo gehst du hin? Jetzt will der auch in die Wolken schauen. Haben das eure Sims auch, dass die ständig neben der Mülltonne? Boah, ey, Dylan, das stinkt doch, wenn du in der Nähe von der Mülltonne bist. Echt jetzt?
Weiß nicht, was das soll, aber Dylan geht jetzt aufs Klo und der Urlaub, der ist jetzt eh gleich zu Ende und ja. Und dann gehen wir nach Hause, lassen jetzt noch essen, denn ja, irgendwie hat das keinen Wert. Dieser Urlaub ist echt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, kein Plan. Die wollen einfach nicht so, wie ich will. Und ja, Karina ist eh die ganze Zeit bloß angespannt und zieht ein Gesicht dahin, nur wenn sie alles ankotzt. Ich habe keinen Plan, ob Karina tatsächlich die Beziehung weiter aufrechterhalten wird mit Dylan. Wir müssen mal schauen, was da der Romantikbalken in Zukunft noch so bringt und was Dylan auch noch mit Karina vorhat. Denn er scheint ja doch echt mega verknallt in sie zu sein. Und Gefühle von Karina gegenüber Dylan. Okay. Was hat denn dann Dylan für Gefühle? Auch größere Nähe. Okay. Etwas komisch. Stand da nicht letztes Mal noch mehr drin? Dylan? Oh, Dylan liest. Nein, wir gehen jetzt auch nicht in die Stadt. Postbote, der kommt aber jetzt nicht und bringt Post, oder? Ich hab schon gedacht, dass die auch Post bringen. Wer bist denn du? Ach, du bist der hier. Okay. Ja, Leute, ich würde sagen, die zwei gehen nach Hause und dann sieht man sich wieder zu Hause bei Karina und Dylan, ja. So. Sie sind jetzt wieder zurück und Dylan, das schauen wir jetzt gleich mal. Der hat Programmieren abgeschlossen. Unsere Pflänzlis, denen geht's gut oder auch nicht. Der könnte mal hier gleich mach mal erforschen und dann hier die Bienen verbünden. Und bei Carina gucken wir mal, was sie zur Arbeit gehen. Abmarsch. Geh zur Arbeit, dann bist du glücklich und ja. Bei Dylan stand jetzt nicht dran zur Arbeit gehen. Oh doch, steht auch dran. Na, dann gehst du auch mal zur Arbeit. Na, das trifft sich aber gut, dass gleich alle zur Arbeit gehen können. Wahnsinn. Tja, dann ist dem wohl so. So, jetzt sind sie wieder zu Hause und die stehen jetzt bestimmt da draußen rum. Na, dann auf, komm mal rein hier. Und wir haben ja unsere tolle Bilder gemacht, ne? Vom Urlaub, da würde ich sagen, wir hängen die mal auf. Wir machen es auch ein bisschen heller hier, damit man auch was sieht. Ich denke, das. Oh, ein Daumenabdruck, das wollen wir nicht. So, ein paar Urlaubsbilder finde ich ganz gut. Wenn man das hinhängt, dann sieht man hier auch was, ja. Noch ein Schwänchen, das können wir eigentlich auch verkaufen. Und das ist genau das Gleiche, das verkaufen wir auch. Einmal reicht. Was haben wir denn hier noch? Karina hat doch auch so ein paar schöne Bilder gemacht. Oh, vom Vögelchen. Ja, natürlich. Müssen wir das auch heller machen, damit man es besser sieht? Oh ja, das sieht ja toll aus, wenn es heller ist. Okay. Wow, 28 Simoleons. Echt jetzt? Aber das brauchen wir auch nicht. Hat du noch irgendwelche Bilder gemacht? Das kann man kaum erkennen. Sind das alles die gleichen? Ja, sind alles die gleichen. Dann hauen wir die auch wieder weg. Ich glaube, wir haben immer ein paar mehr gemacht, ne? Meine Audi. Ein Filter mit Hell. Oh ja. Ist doch schön, wenn jetzt auch mal. Nein, nein. Du kommst bestimmt nicht vorbei. Das wäre wirklich nicht so geschickt, wenn du jetzt vorbeikommen würdest. Echt, waren das alle Bilder? Naja. Aber so ein paar Urlaubsbilder finde ich eigentlich ganz okay.
Ja, die Erdbeeren, die Karotten, wo sie gesammelt hat, und wir haben noch ein paar Frischis. Ja, wir könnten vielleicht hier dann auch noch so Zeugs hinstellen. Wir haben ja hier noch Platz. Was haben wir denn hier? Wir haben Mücken gesammelt, wir haben Stinkwanzen gesammelt, Marienkäfer, Bienen, Glühwürmchen. Oh ja, die Regenbogenglühwürmchen, die. Oh, wie hübsch, wie hübsch. Passt da auch noch was rein? So, Marienkäfer vielleicht. Oh. Oh ne, das guckt ja raus. Du bist aber blöde. Mal das da oben hinstellen vielleicht. Oh. So? Ja, so. So geht's vielleicht. Nee, es gefällt mir auch nicht. Kann man das auch verkleinern? Und ein Baumenü, ne? Das zu verkleinern. Schade eigentlich, das wäre es gewesen. Oder auf den Stuhl hier. Ah, da fällt mir ein, wir müssen gleich mal hier dann testen. Ob wir auf die Stühle sitzen können. Sitzen. Ich hab's befürchtet. Die Sisi-Stühle gehen alle nicht mehr. Oh nein. Oh no. Sitzen. Ach, die gehen. Okay. Oh no. Und Schreibtisch. Oh Leute, das funktioniert nicht mehr. Da kann nichts mehr am PC machen. Oh, ich hab's befürchtet. Oh nee, das heißt, ich muss das alles umbauen oder hoffen, dass in den nächsten Tagen tatsächlich ein Update rauskommt, damit man es fixen kann vom Sims 4 Studio. Ei! Ist es bei euch auch so, dass die nicht mehr funktionieren? Ich habe jetzt schon ein paar mitgekriegt. Bei einigen funktioniert es, bei einigen funktioniert es nicht. Und bei mir scheint es nicht zu funktionieren. Okay, dann habe ich da Pech gehabt. Oh, wer hat denn das gemalt? Du. Okay. Oh, er hat auch was gesammelt, ja. Marienkäfer. Und er hat Basilikum noch drin. Dann stecken wir das auch mal hier in den Kühlschrank mit dazu. Ja. Pudding im Orbit. Echt jetzt? Wo hat denn der jetzt das Buch her? Hat er das vom Urlaub mitgenommen? Sie saugt. Es ist nicht mal Staub da. Lass das. Lass das. Mach mir eher Sorgen, was wir jetzt machen. Ich lasse sie jetzt noch ein bisschen Sport machen. Ich lasse sie jetzt Yoga üben, um fit zu werden. Und ja, er hat es. Nein, du sollst das bitte fertig malen. Wir wollen das dann verkaufen. Ja, während er das jetzt fertig malt, dann werde ich jetzt mal schauen, dass ich hier andere Stühle hin platziere, sodass die wieder sitzen können. Denn ja, das finde ich echt blöde, wenn er das nicht, wenn die nicht mehr sitzen können. Was willst du denn ständig hier machen? Ja. Unten in der Videobeschreibung sind Links zu verschiedenen Discord-Server. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht auf einen davon joint, dieser YouTubers Gamer-Bunker. Da spielen wir öfters mal auch Multiplayer-Spiele. Also ich habe jetzt eine neue Let's Play-Reihe, ja, die 7 Days to Die. Und ja, wenn ihr Lust habt, dort vorbeizuschauen und vielleicht auch
mitzuspielen oder so. Scheut euch nicht zu joinen und zu fragen, ob ihr das könnt, wollt, dürft, wie auch immer. Die sind alle super nett, und die freuen sich über jeden, der kommt und auch mitspielt. Ja, dann natürlich der Discord-Server Sims 4 Community. Auch da dürft ihr gern joinen und bei den anderen natürlich auch. Also wir freuen uns alle, wenn ihr kommt. Dann sind noch in der Videobeschreibung ein paar Links zu anderen YouTubern, die Sims wie Let's Plays machen. Bei denen dürft ihr auch mal gerne reinschauen. Über ein Like und ein Abo freue ich mich natürlich auch immer. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss!